Hallöchen, ihr Lieben, willkommen zu dem dritten Adventskalendertürchen von der lieben Swanche. Bevor ich heute das dritte Türchen auspacke, möchte ich euch gerne das Geschenk von dem zweiten Päckchen sozusagen fertig zeigen. Die liebe Swanche hat mir ja ein ganz, ganz tolles Muschelset mit Anhänger geschenkt. Ich habe das gerade gemacht und war total geflasht. Es war eine echte Muschel, wo eine Perle drin war. Und ich konnte mir sozusagen das dann zusammenbauen. Ich zeige euch das jetzt mal. Da gab es auch 5 verschiedene Perlenarten. Und ich habe halt eine Weißperle bekommen. Die stand für Weisheit. Und ich würde sagen, das passt ziemlich gut. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Schaut euch das mal bitte an. Ich habe die da schon in den Käfig reingetan. Die ist auch so ein bisschen oval und halt ein bisschen nicht ganz rund. Ich würde jetzt sagen, einfach mal unförmig, was ich absolut nicht schlimm finde. Ich werde mir danach auch noch eine andere Kette bzw. ein anderes Band dran machen und werde das dann tragen. Ich finde das richtig, richtig schön. Und an dieser Stelle auch nochmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön. Ich hatte ja gestern in dem Video gesagt, ich werde sie euch fertig zeigen. Und ich war wirklich geschockt, dass es eine echte Muschel war. Ja, ich habe heute zum Beispiel auf Arbeit auch Austern geöffnet, was ganz witzig war und habe mich da nicht so geschickt im ersten Moment angestellt. Und ja, deswegen fand ich das sehr, sehr witzig. Meine Muschel ist hier kaputt gegangen. Das war eine ganz, ganz feine und dünne Muschel. Und ja, aber ich muss wirklich sagen, die Perle, die war richtig in dem Muschelfleisch drinnen. Und ich habe sofort gesehen, die hat rausgestrahlt weiß. Und ich so, ja, wie geil ist das denn? Also ich habe mich tierisch gefreut. Also an dieser Stelle ein ganz, ganz dickes Dankeschön. Und das ist so ein Geschenk, was sehr, sehr emotional ist. Also auch einen emotionalen Stellenwert hat. Und ja, deswegen ganz, ganz großes Kino in diesem Punkt. Ich lege es jetzt mal hier vorsichtig an die Seite. Und dann geht es auch los mit dem dritten Türchen. Und zwar ist es heute ein bisschen auch unförmig. Und zwar haben wir hier auch so eine unförmiges Ei. Oder unförmige Kugel. Wir machen jetzt auf. Ich sehe schon, hier unten ist, glaube ich, Schokolade. Oh mein Gott, das passt gerade richtig. Ich habe so Lust auf Schokolade heute. Und das Glitzerband ist auch so schön. Oh, ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Und dann holen wir es mal raus. Ich freue mich. Heute ist auch noch nicht so spät. Wir haben jetzt 16:30 und ich habe mich schon den ganzen Tag darauf gefreut, das auspacken zu dürfen. So, hier steht Nummer 3. Hier in einem Bottle Cap wieder. Diesmal hat sie das wieder anders gemacht. Diesmal ist es Papier. Das ist doch mal geil. Schaut euch das mal an. Merry Christmas. Und hier ist wieder so ein Glöckchen. Oh, es ist toll. Und die hat sie auch selber gemacht. Dann haben wir hier einmal noch einen Olaf. Und Schokolade. Hoppala. Nicht wegdrehen, ihr Lieben. Zu mir gucken, bitte. Und ja, ich nehme das jetzt mal ab. Das ist aber auch süß. Guck mal hier. Mit der Verpackung. Das ist Milchschokolade. 15 Gramm. Wird nachher gefuttert. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal hiermit. Olaf, hallo. Ich liebe Olaf. Also ich finde auch die deutsche Stimme dafür ist perfekt. Also wirklich, ja. Nur mal das so am Rande. Oh, oh, hoffentlich mache ich nichts kaputt. Ich habe Angst. Sag jetzt nicht, denke ich das, was es ist. Oh mein Gott, wie geil ist das denn bitte? Bist du bescheuert, Swanche? Banana Spray Candy, wo gibt's denn bitte sowas? Kannst du mir verraten, wo es sowas gibt? Ist das geil, wirklich. Das ist mal eine mega geile Aktion. Hammer, also wirklich Hammer. Das macht man dann hier so auf und dann kann man... Also Swanche, du bist echt Oberkörner. Also du hast es mal wieder getoppt. Also Banane steht schon mal. Das könnte man jetzt auch zweideutig verstehen. So, sie steht wieder 1. Dann müssen wir hier noch die tolle Schoki hin tun. Und dann Nummer 3. Ich muss, wisst ihr gerade, wie schwer es mir fällt, mich jetzt zusammenzureißen wegen dem Teil? Ich glaube das gerade gar nicht. Ich muss mich jetzt echt zusammenreißen. Okay, wir beschäftigen uns jetzt hier mit dieser wunderbaren Schachtel. Wie mache ich dich auf? Ah, ja. Schokobons. Da ist noch was. Was ist denn... Übrigens, die Schokobons heute Morgen waren sehr, sehr gut. Die habe ich um 16:30 gegessen.
Und ja, die werden dann wieder meine Tasche wandern. Auch danke dafür. Jetzt werde ich aber richtig versorgt und die esse ich dann morgen in der Pause oder so. Oh, schaut mal, das Papier ist toll. Oh mein Gott, wo gibt es so schönes Papier? Ich bin verliebt in dieses Papier. Und ich heb mir die ganzen Schachteln auf. Nur mal so. Und was ist da drin? Ich bin gespannt. Was ist das? Ach, das ist, ich glaube. Oh, so viel Glitzer. Oh, wie. Hallo? Fail des Tages mal wieder. Schaut mal, wie schön das ist. Das ist so Glitzer-Tape. Habe ich auch gar nicht. So Glitzer-Washi sozusagen. Finde ich richtig, richtig toll. Also vielen, vielen Dank. Einmal hier in. Kamera will das gar nicht fokussieren, böse Kamera. Also einmal in lila, einmal in blau und einmal in Rosé. Richtig, richtig toll. Ich liebe Glitzer, das weiß sie auch. Und Mädchen halt, ne? Oh, das glitzert auch von unten. Oh mein Gott, ist das geil, ey. Also an dieser Stelle, vielen, vielen, vielen Dank. Da freue ich mich drüber. Und das ist der Oberburner. Ja, ihr Lieben, das war Päckchen Nummer 3. Morgen kommt Päckchen Nummer 4 und ich bin schon aufgeregt. Ich glaube das nicht. Das wird doch getoppt werden noch, oder? Swanche, du machst mir Angst. Das ist so geil, echt wirklich. Ich muss mich gerade echt zusammenreißen. Die Schale kann man rausnehmen. Ja, logisch, wenn es ein Spray ist. Aber das sieht total echt aus. Das machen wir jetzt mal auf. Interessiert mich jetzt. Egal, ob wir diese tolle Verpackung jetzt mit den Ban mit der Banane zerstören. Ich werde das jetzt auch gleich mal testen, wie das schmeckt. Also so schaut die Banane ausgepackt aus. Ich sage jetzt mal dazu lieber nichts. Das ist einfach so geil. Und ist das sauer? Ich habe das nicht gelesen. Ich probiere das jetzt mal. Das ist gut. Das ist nicht sauer. Es ist auch nicht richtig Banane. Obwohl doch, es ist Banane. Aber wenn ich es jetzt nicht wüsste, vom Geschmack her würde ich das nicht als Banane identifizieren. Es ist, ja, wenn ich es weiß, weiß ich, dass es Banane ist. Aber die Verpackung, also das werde ich mir dann irgendwie auswaschen und, ne? Also ich muss dazu nichts sagen. Swantje, du bist bekloppt. Nur mal so, an diesem Punkt. Und somit wünsche ich euch noch einen wunderschönen 3. Dezember. Dir natürlich auch, liebes Warntier. Und wir sehen uns morgen zu dem 4. Dezember. Ich bin schon sehr gespannt, was ich da drin befinde. Ich glaube, das ist ein großes, soweit ich das sehen kann. Ja, wenn es nicht dahinter irgendwie was ist, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall gespannt und bis dahin, ihr Lieben, tschüsseli!